Die Landwirtschaft steht letztendlich gesellschaftlich mit dem Rücken zur Wand. Und das ist letztendlich ein großer Bauernprotest gegen den allgemeinen Umgang mit der Landwirtschaft derzeit in der Politik und in der Gesellschaft. Wir werden letztendlich in eine Ecke gestellt, die uns letztendlich nicht gerecht ist und die auch nicht in Ordnung ist. Und das ist eigentlich die Hauptmotivation für den Protest. Ja, wir sind heute Nacht um 2 Uhr hier angekommen, nachdem wir um 7 Uhr abends losgefahren sind. Und natürlich war die Stimmung mit jedem Meter, wo man dann Richtung Brandenburger Tor gegangen ist, war phänomenal. Also ja, Adrenalin pur. Das Allerwichtigste ist ein klares Bekenntnis zur Landwirtschaft in Deutschland. Wir vermissen ein klares Signal, ja, von der Politik, ja, wir wollen eine heimische Landwirtschaft. Wir wollen keine Landwirtschaft, die durch irgendwelche Freihandelsabkommen ersetzt wird und letztendlich Zucker gegen Porsches tauscht.